Fortunas 125-jähriges Jubiläum endete mit dem gestrigen Tag, denn heute feiern wir 125 plus 1, den 126. Geburtstag der launischen Diva, und damit ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid hier bei YouTube, denn wir wollen natürlich gemeinsam mit euch zurückschauen. Was ist nicht alles passiert in den letzten 365 Tagen? Zugegebenermaßen, wir haben es glaube ich oft genug erwähnt, der Verein hat sich das, wie jeder Fan, natürlich anders vorgestellt. Es wurde ganz, ganz viel geplant in den 12 verschiedensten Abteilungen, vom Merchandise, vom Marketing. Die AG-Geschichte hat sich so viel vorgenommen. Es sind tolle Sachen mal rumgekommen und deswegen werden wir ein wenig zurückblicken. Wenngleich wir natürlich auch noch darauf warten, ob wir denn irgendwann die rot-weiße Nacht feiern können. Denn auch die wurde ja mal angekündigt als großes Fest, aber und sind natürlich derzeit so ein bisschen die Hände gebunden. Aber wenn ich sage, dass dieses Jubiläumsjahr trotzdem ein ganz, ganz Besonderes war, dann sehen wir das, glaube ich, schon wunderbar hier im Bild, denn das ist eines der Zeugnisse, die dafür stehen, für das, was passiert ist, natürlich weit über die Zeit hinaus der letzten 365 Tage, denn wie lange man für einen solchen Jubiläumsfilm, den hoffentlich viele von euch schon gesehen haben, gebraucht hat, oder auch für diese Chronik, über 1000 Seiten, die zusammengetragen worden sind, darüber wollen wir heute sprechen, und ich freue mich sehr, dass ich tolle Gäste habe und freue mich sehr, der langjährige Pressesprecher auf meiner Seite und eigentlich der Mann, der mit einem großen Team das alles geleitet hat, besonders die Chronik, Tom Costa. Tom, grüß dich. Hallo, schönen guten Abend. Ja, und natürlich wollen wir nicht nur über die Theorie sprechen, sondern auch über die Praxis. Wie war das denn damals zu der Zeit, als die Chronik, oder das bildet die Chronik ja wunderbar wieder, die erfolgreichen Jahre der Fortuna, der Bundesliga-Aufstieg zum Beispiel, die glorreichen 60er. Und da freue ich mich sehr, dass wir zum einen einen Spieler der Fortuna haben, der von 65 bis 69 das Trikot der Fortuna getragen hat und damit ja wirklich in großem Stile am großen Erfolg teilhatte, weil er einfach unglaublich viele Tore geschossen hat. Er war ein Garant für Tore, für Erfolg. 90 Tore in 160 Spielen. Waldemar Gerd ist unser Gast. Waldi, grüß dich. Schönen guten Abend. Und ganz außen links Peter Mayer. Das kennt ein jeder Fortuna-Fan. Der Fan, der ist immer noch nicht gefunden, aber Peter Mayer, der ist da. Mit dem werden wir heute auch sprechen. Peter, grüß dich. Ja, Tom, wenn ich sage, dass du ganz, ganz viel Arbeit da reingesteckt hast, und da reden wir nicht nur von der Chronik und dem Film. Da vorne sehen wir zum Beispiel beim Waldi auf dem Tisch ja auch das Panini-Album. Also das ist ja auch etwas ganz, ganz Besonderes, was da zustande gekommen ist. Wann habt ihr euch das erste Mal überhaupt Gedanken gemacht, oh, Fortuna ist jetzt 122 Jahre, in 3 Jahren das Jubiläum, oder war das schon vor 10 Jahren, oder wie geht man so ein Jubiläum an? Also wir haben 2014 haben wir die AG Fortuna Geschichte aus der Taufe gehoben, positiv Bekloppte, die halt eben ihr Herz an den Verein verloren haben und die sich gleich mit Feuer und Flamme, mit wahnsinnig vielen Ideen, was man alles auch perspektivisch über die Jahre machen kann, eingebracht haben. Und es kam dann sehr schnell raus, wir wollen das 125-Jährige, wollen wir besonders feiern und mit besonderen Akzenten belegen, und sehr schnell stand fest, wir machen ein Sammelalbum, wir machen eine große Chronik und wir werden auch ideenstiftend sein für einen Film. Und das Ganze natürlich auch noch begleitet, weil viel Lametta für 125 Jahre, haben wir gesagt, wir machen noch eine Ausstellung. Wir werden heute auch einige Namen erwähnen, denn wenn du sagst die AG Fortuna, dann sind immer wieder in der Vergangenheit viele Namen geflossen, aber da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter, also viele, die im Hintergrund gearbeitet haben. Ne? Ja, das ist richtig, und wenn da nicht so viel Emotion, positive Emotion und Leidenschaft bei gewesen wäre, hätten wir all dies nicht schaffen können, und wenn ich von wir spreche, meine ich wirklich die Teamarbeit, egal ob das jetzt den Film, das Album oder eben auch die Chronik betrifft. Dann fragen wir vielleicht mal die Spieler von früher. Sammelalben hat es in der Vergangenheit immer gegeben, die gibt es immer noch. Kinder, Enkelkinder sammeln wahrscheinlich Panini-Bilder jetzt zur Fußball-Europameisterschaft wieder. Dass es ein eigenes Fortuna-Album gibt, ist schon was Besonderes, wo man natürlich auch verewigt ist, oder Waldi? Ja, ich finde diese Sammelalben immer schon gut. Ich habe auch noch viele alte Sammelalben zu Hause, und als jetzt die neue Sache aufgelegt wurde, habe mich gefreut, dass dies in Bildern wiedergegeben wird, was ich gerade abgespielt habe. Peter, wie viele Alben hast du schon unterschrieben, signieren müssen von Fans? Reichlich. Ich kann es auch nicht zählen, wie viele es sind, aber es kommt immer wieder vor, und heute noch
dass man immer wieder in diese Alben Unterschriften tätigen muss. Definitiv, die Unterschrift. Ja, ich glaube, alle Unterschriften einzusammeln, das ist so gar nicht mehr möglich. Aber das Album voll zu bekommen mit Unterschriften, da steckt viel, viel Arbeit drin. Viel, viel ehrenamtliche Arbeit auch im Vorfeld, die ihr reingesteckt habt. Ja, die Abbildung, wir haben versucht, soweit Material vorliegt, so weit wie möglich zurückzugehen auch. Man muss dazu sagen, am Anfang hatten wir mit einer bestimmten Seitenzahl geplant und irgendwann, das hörte sich riesig an, dass wir irgendwo 200 Fotos, 200 Porträts abbilden können. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, da kommen wir hinten und vorne nicht mit hin und haben auch jetzt noch Leute dabei oder bekamen so ganz, aber ganz sanfte Kritik und ganz vereinzelt, ach Mensch, warum habt ihr nicht den und den und den und den noch genommen? Es ist halt unheimlich schwierig, der Platz ist endlich, es ist wie mit allem, was da in dem Kontext 125 Jahre erschienen ist. Aber wir haben versucht, möglichst breitbandig auch die verdienten Spieler abzubilden. Alle bekommen wir sie natürlich nicht mehr, weil einige haben uns leider schon verlassen. Das stimmt. Oliver Wurm, muss man da auch mal erwähnen, der hält nämlich die Rechte an diesen Panini-Alben. Ja. Ne? Also ohne diese Zusammenarbeit. Es gab ja auch schon mal Düsseldorf sammelt Düsseldorf als Album. Ja. So kam der Kontakt wahrscheinlich auch zustande. So kam der Kontakt zustande. Da waren wir noch Drittligist. Da hatte Oliver Wurm uns gesagt, hör mal, also so ein Album über Düsseldorf ohne Fortuna geht gar nicht. Und da hatten wir den Erstkontakt. Und daraus ist dann erwachsen die Idee, die dann aber auch vornehmlich Norbert Arndt nochmal aufgebracht hat, der auch ein großer Sammler ist von alten Porträtfotos und von Autogrammkarten und Sammelbildern. Also, und so fügte sich das, wie so vieles. Und was ich auch toll finde, was bei Panini-Alben ganz normal ist, es gab Sammlertreffen, es wurde getauscht, mein Album ist auch voll, ich bin ganz stolz, auch nur durch viele, die dann noch Bilder zur Verfügung gestellt haben und andere austauschen konnte, unglaublich viel Spaß gemacht. Panini-Album ist eine Sache, das andere, was du schon angesprochen hast, war dann auch die Ausstellung, die es gegeben hat. Hätte haben sollen, also eigentlich stand sie ja soweit schon. Ja. Also auch da hatten wir unsere Gedanken gemacht, sehr intensiv. Also im Prinzip liegt das fertige Konzept in der Schublade. Wir haben einen sehr guten Draht zu Gilles Brönner gewinnen können mit der alten Glasfabrik auf der Birkenstraße. Das wäre eine fantastische Location gewesen. Glas Lennartz kennt ihr ja sicherlich noch von früher auf der Birkenstraße. Und das wären tolle Ausstellungsflächen gewesen, wo wir auch mit großem Entgegenkommen von Gilles Brönner dort hätten ausstellen können. Gilles Brönner ist Galerist, ist Kunstliebhaber und Impresario auch der Düsseldorfer Kunstszene und hat uns von Anfang an so etwas von unglaublich liebenswürdig und entgegenkommend unterstützt und auch sein Team. Und wir hatten die Querverbindung dann auch noch zur Hochschule Düsseldorf, Erik Fritsch, Fachbereich Design. Und also es passte perfekt. Wir haben die Entwürfe im Januar abgenommen und es hätte eigentlich sofort losgehen müssen. Ja, und dann fiel der Hammer und auch die Werkstätten in der Hochschule waren nicht mehr bedienbar. Und wir haben sehr schnell festgestellt, also ich glaube im April, das sollte September, Oktober sollte es stattfinden. Und wir haben im April direkt schon gesagt, nee, wird absehbar nicht realisierbar sein. Absehbar. Und da kommen wir natürlich zum Punkt, sowas ist ja nicht vergessen, genauso wie die Chronik nicht endet. Die Chronik geht irgendwann weiter. Ob man das nochmal toppen kann, stelle ich mal in Frage. Aber vielleicht kann man es irgendwann noch erweitern zu einem dritten Band und auch die Infrastruktur ändert sich an der Arena. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann auch die Möglichkeit eines festen Museums. Wir haben die Hoffnung. Genau, die Hoffnung haben wir alle. Wir wollen noch ganz viel von euch erfahren, natürlich über die damalige Zeit und über Anekdötchen, die ihr uns sicherlich noch erzählen könnt. Viele, viele von denen stehen nämlich auch hier drin in der Chronik und da gucken wir jetzt mal rein.
Ja, ich habe gerade online schon gesehen, die ersten Fragen kommen schon. Mensch, wer bewegt sich da im Hintergrund? Ich habe, glaube ich, komplett versäumt, vorzustellen, wo wir überhaupt heute sind. Denn wir senden heute nicht aus der Arena, sondern ja, das ist eher die Arena der Zukunft, das Nachwuchsleistungszentrum. Denn auch das ist natürlich ein Meilenstein in der Geschichte der Fortuna, dieses Nachwuchsleistungszentrum mit den Möglichkeiten, die der Verein damit geschaffen hat. Und im Hintergrund, ja, da sehen wir ein paar Jugendspieler, die gerade vom Training kommen und die nächsten, die sich wahrscheinlich fertig machen, um zum Training zu gehen. Also das ist der Blick, den wir hinter uns hier genießen. Und damit zurück zur Chronik. Tja, also wenn ich trainieren würde, dann könnte ich es auch als Hantel nehmen quasi. Das sind nämlich über 5 Kilo, das sind weit über 1000 Seiten, die ihr dort zusammengetragen habt. Nimm uns mal mit, wie ist das entstanden? Du hast gesagt, beim Album schon, beim Panini-Album schon, da sollten es irgendwie 200 Bilder werden. Hier hat man mit Sicherheit am Anfang auch nicht gedacht, dass es so ein, ich nenne es mal liebevoll, Schinken wird. Also mir hat jemand oder eine Rezension in Elf Freunde sagte man, wir haben uns mit dem mit der Schrift keine Freunde bei den Paketboten gemacht. Das mag stimmen, ja. Und ob es nochmal in Zukunft so gibt in Zeiten der Digitalisate, weiß ich nicht. Wir haben ursprünglich hatten wir wirklich mit 200-300 Seiten geplant und haben dann sehr schnell festgestellt, dass essentielle Themen einfach, die man nicht rauslassen konnte, es erforderten, dass wir noch etwas nach oben gehen. Und dann ging es langsam auf die 800 Seiten zu und dann ging es auf die 1000 Seiten zu. Und wenn ich jetzt sage, es hätten noch 300 Seiten mehr werden können, dann ist das nicht gelogen. Ihr habt ja bewusst gesagt, Statistiken zum Beispiel lassen wir erstmal komplett raus. Die kann man im Netz, die findet man überall, aber Bilder, Geschichten und so weiter, das ist ja drin. Ne, warum soll man eine Statistik nochmal abdrucken in heutigen Zeiten? Ich kann es im Internet nachlesen. Und im Zweifelsfall ist das die fehleranfälligste Quelle, wo ich im Zweifelsfall den Waldemar Gerhard halt eben in der 67. Minute das 3:1 schießen lassen und es war die 66. Minute, kommt jemand um die Ecke und es war das 4:1. Ja? Also solche Fehler, um solchen Fehlern zu begegnen, haben wir gesagt, nee, das lassen wir raus, aber davon ab. Andreas Götz, auch einer von unseren wirklich unglaublich Umtriebigen, hat eine Datenbank im Laufe der Jahre angelegt, die uns eine Übersicht gibt über knapp 8500 Spiele, zurückreichend bis 1905. Und das war unsere Hauptstütze, wo wir auch unheimlich viel rekonstruieren konnten, auch von den zeitlichen Abläufen her. Und ich würde sagen, wir spielen den Ball mal rüber zu einigen der schönen Anekdoten, die wir dort lesen oder auch nicht. Vielleicht sind es Mythen. Peter, wir können zum Beispiel mal aufklären damit. Es gibt immer noch die Geschichte, dass man damals einen Privatdetektiv auf dich angesetzt hat, um zu schauen, wie Peter Meyer neben dem Platz denn so unterwegs ist und lebt. Stimmt das? Ja, das weiß ich nicht, ob das unbeweitbar ist. Wir werden es nie auflösen. Wer es gemacht hat, weiß ich nicht. Und ich kann das mit... weder mit Ja oder mit Nein beantworten. Es gibt ja zumindest, Tom, auch die Geschichte, dass man sogar, oder dass anscheinend er mit dem Privatdetektiv, vielleicht war es auch ein V-Mann, wenn es sowas damals schon gegeben hat, sogar ein Bier getrunken haben soll, oder auch zwei oder drei. Ja, aber wenn man den Peter so reden hört, da kann man ja überhaupt nicht in Abrede stellen, dass er da die vollkommene Wahrheit sagt und damit ist das eigentlich fast erklärt, ja. Gut, okay, man muss damit leben und man kriegt es auch im Leben nicht aus der Welt, aber es ist so und wenn es so war, dann ist es so. Ja, aber nicht umsonst warst du auch, bist du immer noch einer der Publikumslieblinge, oder? Weil man genau das weiß, dass auch damals schon so nahbar warst. Ja, ich weiß es ja. Okay, das kommt vielleicht dadurch, weil ich auch die Tore geschossen habe und dann hat man natürlich auch sehr viel verziehen. Ne? Gut, nicht wenige. Ne? Aber Tomodan, wenn ich das mal richtig stellen darf. Ich würde so sagen, erst einmal haben wir ja nie über die Stränge geschlagen. Wir waren auch nur Menschen und mussten natürlich dann auch mal raus. Ich bin auch manchmal nach Duisburg und nach Köln gefahren, um einen zu trinken. So, und dann war das gefährlich noch. Wir mussten ja auch wieder mit Waren zurück. So, und das... Aber es war so und man kann es nicht leugnen und wir waren auch nur Menschen. Gut, du warst natürlich dann auch noch eine ganz bekannte Aktion, die haben wir ja, glaube ich, auch nochmal abgebildet, als du nach dem Aufstieg dich entschieden hast, als der Aufstieg feststand, hast du ja da deine Haarpracht etwas verändern lassen, ne? Bei ja. Im Kaufhaus Horten, ne? Im Kaufhaus Horten. Ja. Hattet ihr da eine Wette laufen?
Da, ja, da war eine Wette, wenn ich mir die Haare schneiden lasse, kriege ich 400 D-Mark, Entschuldigung, Mark. So. Ja, und dann ist es so. Und da bin ich nach Hause gekommen, da hat meine Frau mich, habe ich gewunken, da hat meine Frau mich nicht erkannt, weil ich keine Haare mehr hatte. Gibt es auch noch Fotos von? Oder wie du zum Beispiel auch, war das auch beim Aufstieg, wo du mit dem Schimmel durch die Altstadt reitest? Ja. Ja, das war nach dem deutschen Pokalendspiel. War vorher. 62. Haben wir ja 2-1 gegen Nürnberg verloren. Ganz knapp, ja. Ganz knapp. Ja, und dann bin ich mit dem Schimmel durch die Altstadt geritten. Ne? Ja, da war ich natürlich immer für zu haben. So. Und kommt ja noch eins dabei, ich bin original Düsseldorfer. Ne? Oha. Da kommt schon der Wink rüber, oder wie sehe ich das zu Waldi? Genau. Denn bei Waldi schlagen ja zwei Herzen in der Brust. Auch das wird in der Chronik aufgeklärt. Kann man zwei Vereine lieben? Ich glaube, es gibt auch da in der heutigen Zeit Beispiele, dass das ein Stück weit funktionieren mag. Waldi, bei dir war das Herz blau-weiß und rot-weiß, ne? Oder ist es immer noch? Ist immer noch so und ist komischerweise jetzt in diesem Jahr so schlimm, dass beide Mannschaften so ein bisschen daneben liegen und die Blauen liegen ganz daneben. Und ich hoffe, dass es hier bei uns noch ein bisschen anders wird. Aber was auf die Anfänger zurückzukommen, was der Peter gerade erzählt hat, da gibt es viele Sachen und da will man nicht so aus der Schule plaudern. Aber ich bin in meinem Leben noch nie 400 Meter gelaufen in Schalke. Und hier musste ich sie laufen. Ja, warum denn? Peter Weiner-Altstadt. Da gab es Straftraining. Ne? Das muss man so sehen. Und dann mussten wir hier Kollektivstrafe eingehen und die 400 Meter laufen. Aber es ist so, wie der Peter das sagte, wir haben hier, als ich nach Düsseldorf kam, eine wirklich gute Mannschaft gehabt und die auch die ganzen Dinge wirklich schon vom Profihaften angegangen ist. Und das war schon die halbe Miete. Und wenn man dann mehr für, noch immer für den Verein Schalke ist, dann muss man die Situation auch kennen. Ich bin geboren, 500 Meter von der Glückaufkampfbahn und die Schule war 800 Meter und wir waren immer auf dem Platz und ich bin da über 70 Jahre Mitglied und dann ist man, da hat man so zwei Herzen in seiner Brust. Peter hat ja die, um jetzt mal für ihn eine Lanze zu brechen, hat zumindest das wieder gut gemacht, die Ausflüge in die Altstadt, er hat 200 Tore geschossen in 296 Einsätzen, also er war natürlich auch der Top-Torjäger, das sei ihm dann gegönnt. Ne? Alles richtig, alles in Ordnung. Ich muss aber hier klarstellen, und auch der Peter weiß das, für einen sprechen, und zwar für den Reinhold Strauß. Wir hatten einen Innensturm, halb rechts, Strauß, Mehlstürmer Meier, halblinks ich. Und alle drei haben in dem Aufschiedsjahr 18 Tore gemacht. Okay. Das war der Innensturm. Und dann kann man eigentlich schon sehen, dass bei uns alles stimmte. Es war egal, wer ein Tor macht. Wir wollten gewinnen. Und das war die Hauptsache. Und letztendlich hat der Fokus auch recht gegeben. Warum bist du damals zu Fortuna gewechselt? Du warst Top-Stürmer, bist deutscher Meister geworden mit Schalke, bist dann zur Fortuna gewechselt in die Regionalliga, also als deutscher Meister in die damalige zweite Liga. Warum? Ja, das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber ich konnte da nicht mehr raus. Ich halte heute noch vom Ehrenwort etwas und in Schalke ging es so, dass wir, ich war Spielführer, war die Lauf nicht so schnell ein. So kaputt war die Mannschaft, weil unser Trainer uns
nur Glück auf, einfach drauf und runter, rauf und runter. Nicht? Und dann standen wir schlecht und dann hieß es, bleiben wir zusammen oder bleiben nicht zusammen. Und dann, wir bleiben zusammen, ja, aber nur, wenn der Trainer geht. Und dann hat unser Vorsitzender Fritz Zeppan gesagt, gut, dann müssen wir darüber reden. Und dann wurde der Verwaltungsrat, der Ehrenrat, alles zusammengeholt und gesagt, gut, dann muss der Trainer gehen. Denn zu dem Zeitpunkt waren auch viele Vereine schon an unsere Spieler ran. Die Hamburger Horst Schulz, die Bayern Hans Slowak und meine Wenigkeit dann auch noch dazu. Und bei dem Schick war es noch so, dass er mich gerne gehabt hätte, weil er schon auf mich ja, reflektiert hat, als er in Köln Trainer war. Mhm. Aber weil, genau, du hattest schon eigentlich fast eine Zusage gegeben, warst schon auf dem Weg nach München zu den Bayern, um dort zu unterschreiben. Und, ja, und da hat die Fortuna gesagt, nee, wir müssen um diesen Mann kämpfen. Man ist hinterher gefahren bis nach Frankfurt und hat dich dort überredet. Ja, dann war es eben so, dass der Hans Slowak nach Bayern ging und den Hans seine Frau, Brigitte, die war mit meiner Frau befreundet und dann hat er uns gesagt, Mensch, weil ich komme doch auch, der Schick will dich doch haben und so weiter und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann höre ich mir das mal an, was da gesagt wird und so weiter. Und dann haben sie mich angerufen, also eine Nummer, Telefon hatte ja früher keiner. Mhm. Nicht? Und dann melde du dich, sag in der Geschäftsstelle Bescheid und so weiter. Das habe ich gemacht und dann wurde ein Termin vereinbart und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Aber es müssen bestimmte Dinge laufen, dann mache ich das. Und bei den Schalkern war es so, dass ich da eigentlich beruflich weiterkommen wollte. Das hat Fritz Zeppan auch abgelehnt und hat gesagt, das kommt noch dazu. Abgelehnt und hat gesagt, nichts, Fußball geht vor, Ende. Nicht? Und wie gesagt, dann kam der Kontakt zu Bayern München. Und dann habe ich gesagt, in Ordnung. Und dann sollte ich mich mit einem in Frankfurt treffen. Dann haben wir dann auch meine Frau mitgenommen. Haben wir dann auch getan und dann war da Station. Haben da übernachtet und am anderen Tag haben wir dann auf den Flieger gewartet in der Unterschweinstiege und auf einmal hieß es, ihr sollt mal hier rauskommen. Ich sage, wohin? Dahin, ja da. Ich sage, was ist denn los? Ja, hin und her. Und da hat meine Mutter den Düsseldorfern verraten, wo ich hin bin. Und dann war es so, dass die dann sofort wussten, wo ich bin. Und, Sie haben mich auf dann komme ich in einen Raum rein. Was ist denn hier los? Ja, da waren die Fortunen, Heinz Hahn, der Schorsch Gebhardt, die saßen schon da und kannte ich ja nicht und haben gesagt, ja, hier so und so, wir möchten Sie gerne nach Düsseldorf holen. Ja, jetzt hatte ich natürlich, war jung, gerade im April geheiratet, gar nicht richtig bei der Sache und dann habe ich gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, das machen wir schon und so weiter. Dann habe ich gesagt, ich muss da erst klarkommen mit München. Bin ich ans Telefon und habe in München angerufen und da war Schwan am Telefon. Und dann habe ich diese Geschichte, die ich hier gerade erzählt habe, habe ich dem Schwan erzählt. Ja, meine Mutter, die hat da wohl geredet und so weiter und so weiter. Und
da sagt der Schwan, aber Ihre Frau ist ja mit dem Hans, seine Frau, befreundet. Ich sage, ja, das ist sie, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und ich muss ja irgendwo frei sein, weil ich auch Auswahlspieler war. Meine, wir fassen das kurz zusammen. Du hast dich auf jeden Fall für die Fortuna entschieden und das war ein guter und wichtiger Schritt. Ja, ja, und dann, wie gesagt, dann Schwan sagte dann, Walli, ich habe jetzt zugehört, wenn Sie jetzt mit den Düsseldorfer klarkommen, machen Sie es. Ich habe Sie gerade gehört, Sie werden in München gar nicht glücklich. Na also. Das war eine Aussage. Das war eine Aussage. Das war eine Aussage, ja. Und dann habe ich mit den Fortunen gesprochen. Und das ist höchst lobenswert, dass sie sofort gesagt haben, wenn ich komme, denn ich musste natürlich auch auf Geld verzichten, wenn ich komme, werden sie mir erlauben, weiterhin zur Schule zu gehen. Und deswegen ein großer und fester Bestandteil dieser Chronik, Tom. Und da kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Marco Lange zum Beispiel führt ja auch das Archiv, ist ein Teil dieser, dieses großen Teams, das es möglich gemacht hat. Ich glaube, auch ohne viele Privatpersonen, ne, würde sowas gar nicht zustande kommen. Und wenn ich eben gesagt habe, dass auch eine Chronik niemals beendet ist, dann seid ihr immer noch darauf angewiesen, dass Leute, weiß ich nicht, Dachbodenfunde und so weiter euch zur Verfügung stellen, oder? Es davon lebt die Nacherzählung der Geschichte. Also erstens, ich hatte es eben schon mal so umschrieben, dass es unheimlich viele ehrenamtlich Tätige gab, also Norbert Arndt und Andreas Götz hatte ich schon genannt, Thomas Bernhard von der Geschichtswerkstatt, der Michael Hammacher, Andreas Hecker hier, auch langjähriger Kollege, Tobias Kemberg, Piet Geusen, Markus Küppers, also Norbert Nussbaum, Thorsten Schaaf, Friedrich Schacht, Uli Schönfuß, wen ich alles aufzählen müsste, die da mit dran beteiligt waren, Stefan Diener, der auch nachher die Supervision hatte, Juliane Bücker, Christian und Eva Erik, die fürs Lektorat zuständig waren und natürlich das Team von Neospektivium Hochschule Düsseldorf, Erik Fritsch. Das hat also so gut zusammengegriffen und eins muss ich auch nochmal besonders erwähnen, wir haben jederzeit eine sehr, sehr gute Unterstützung auch hier vom Vorstand gehabt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Man hat uns da sehr freie Hand gelassen und war anschließend mit dem Ergebnis auch zufrieden. Marco Lange hat sicherlich eine Basis gelegt, aber für ein Vierteljahr war er bei uns ehrenamtlich für die Archivalien zuständig und hat uns damit schon viel Arbeit abgenommen. Mhm. Aber wir haben halt eben auch eine gute Zufuhr an neuen Sachen, seitdem wir als AG auf uns aufmerksam gemacht haben, an Dokumenten, auch an dinglichen Dingen bekommen, also die Meisterschaftsuhr von der Familie Mehl zum Beispiel, ja, und ganz viele tolle Sachen, die es auch vorzuzeigen gilt, bis hin zum originalen Meisterschaftsball, die wir wirklich auch mal gerne in die Öffentlichkeit tragen möchten. Es wird der Tag kommen, da bin ich ganz sicher. Ausgeforscht ist noch lange nicht. Nein. Du hast viele Namen genannt. Holger Pfand gehört auch noch dazu. Ja. Sven Pistor von WDR 2 und Gruß nach Bremen. Ja. Arndt Zeigler, der ja auch lange Zeit den Peter-Meyer-Fan gesucht hat, der bis heute noch nicht gefunden wurde. Vielleicht gibt es da auch noch mal ein Happy End. Der Norbert Arndt hat aber auch unheimlich Material. Genau das. Ja. Genau das. Sage. Ja. Also wir haben als Team unheimlich gut funktioniert und ohne das wäre es nicht möglich gewesen, auch in der persönlichen Ansprache, ihr kennt uns jetzt alle und wir, uns ist es auch unheimlich wichtig, die Tradition zu pflegen und deswegen auch nochmal der Aufruf, wenn jemand mit uns in Kontakt treten möchte, weil er Anekdoten hat, weil er Bilder hat, weil er irgendwelche Schriftstücke hat, bitte nichts wegschmeißen, sondern uns übergeben, weil die Nachwelt wird sich definitiv darüber freuen, das sehen wir jedes Mal in glänzenden Augen, die wir feststellen dürfen, wenn wir irgendwo auftreten. Wir haben gerade gehört, wie wichtig Fußball, aber auch der Beruf ist. Mittlerweile ist es ein gut bezahlter Beruf. Früher war das noch anders, da hat man vielleicht sich auch noch mal rechts und links umgeschaut. Peter Meyer zum Beispiel hat ja sehr, sehr früh eine Autowerkstatt gegründet, ne? Ja, 1.8.63. Und bin bis heute noch der einzige Bundesligaspieler, der einen technischen Beruf, technische Firma gegründet hat. Die es bis heute noch gibt. Ja. Noch gibt, und dann auch in der Spezialisierung mit Kupplung, Kupplung da bin Recycling. Ich auch jeden Morgen zwischen 6 und 8 Uhr, 12 Stunden jeden Tag. Und weil die hat den anderen auch den gut bürgerlichen Weg eingeschlagen und hat, wie ich mehrfach hören durfte, von ehemaligen als Lehrer gearbeitet und sehr viele, die heute noch
wirklich mit einem Schmunzeln sagen, jo, den hatte ich auch als Lehrer, also du musst sehr gut angekommen sein. Ja, ich bin auch zufrieden. Nachdem die Fortuna mir also erlaubt hatte, weiterzumachen, ja, habe ich dann auch alles ausgenutzt, was, ja, was ich machen konnte. Ja. Denn mein erster Beruf war Schlosser und ich wollte weitermachen. Und dann habe ich gesagt, wenn die Fortuna mir das erlaubt, weiterzumachen, zur Schule zu gehen, zweiten Bildungsweg einzugehen, ja, dann unterschreibe ich in Düsseldorf. Und Fortuna, muss ich sagen, hat alles eingehalten und da kann ich überhaupt kein anderes Wort drüber sagen. Das war fair bis zum geht nicht mehr, wie ich behandelt worden bin. Aber, da soll mal einer sagen, dass dieser Verein nicht ebenso ehrenwert und durchaus geradlinig ist und daran arbeiten wir ja auch weiterhin. Und trotzdem, für Peter Meyer war es ein bisschen trauriger Abschied damals, ja, oder, von der Fortuna? Ja, ein ganz trauriger Abschied. Ja. Ja. War oder hier Hans Noack, wollen wir nicht drüber reden. Da bin ich vor dem letzten Meisterschaftsspiel in Hamburg, bin ich in die Geschäftsstelle reingegangen und habe gedacht, so, jetzt bitte sag bitte, was los ist. War Hans Noack da und hat gesagt, ein Wort, bring 100.000 und dann kannst du gehen. So, das war der Abschied von Fortuna. Wobei du da ja dich auch noch angeschickt hast, du bist ja dann zu einem Verein weiter westlich von hier gegangen und hattest dort hervorragend angefangen, bist hervorragend in die Saison gestartet, schicktest dich an Nationalspieler. Einen Einsatz hattest du ja, aber da wäre sicherlich mehr draus geworden. Und dann hattest du diesen fürchterlichen Trainingsunfall, der deine Karriere mehr oder weniger ja, in Trümmer gelegt hatte. Ja. Ne? Schien- und Wadenbeinbruch. Das war damals quasi das Aus. So. Und, dann und da war es noch so trauriger, war es, dass ich in 17 Spielen 19 Tore schon hatte. Die hatte bis heute auch in Gladbach keiner. Ja. Ja. Vielleicht gibt es da draußen auch Fragen von euch an die beiden. Ich sage mal, 2-3 Minütchen haben wir sie noch hier. Also schreibt schnell drunter unter dieses Video, falls ihr Fragen habt an Waldi oder an Peter. Es gibt so viele Anekdoten. Tom, fällt dir noch was ein, was wir noch unbedingt aufgreifen sollten? Ja, ich finde es alleine fantastisch, dass mit den beiden aus der 66er Mannschaft zwei Zeitzeugen dabei sind, die so unglaublich bodenständig, ehrlich, geradlinig sind, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann. Ich bin am Anfang bin ich fröhlich hingegangen und oder höflich hingegangen, habe sie gesiezt und ich glaube, Waldi, du warst und sagst, hör mal, wir sind hier im Sport, du bist ja Tom. So, Punkt. Ja, also da war überhaupt keine Rede drüber. Und dieses Bodenständige, dieses Natürliche, dieses Selbstverständliche, das kann man auch bei vielen eurer ehemaligen anderen, die ich auch oder wie wir, die wir über die Jahre haben kennenlernen können, Norbert Arndt und ich, wir haben ja, Norbert war ja der Ideengeber für das 66er-Buch über diese großartige Mannschaft, ja, und mit all dem auch wirklich tollen Spielern, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann. Und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Deswegen hätten wir auch noch 200-300 Seiten mehr schreiben können. Das ist ja auch nicht das einzige Treffen. Ihr trefft euch ja, jetzt mal Corona ausgenommen, normalerweise regelmäßig zum Stammtisch, ne? Das initiiert dann Norbert immer mal wieder. Dann gibt es eine Einladung. Am liebsten, er hat da nah und dran gefressen beim Griechen am Staufenplatz. Und dann kommt schon mal der Kollege Krüssenberg oder auch Schwarzbach. Und Fred Hesse ist öfter dabei, Egon Köhnen. Also auch Leute, Dieter Bierbaum. Dieter Bierbaum selbstverständlich auch schon dabei gewesen. Ja, unser The Voice. Und alle Spieler, die auch zum Teil in der 66er Mannschaft schon dabei waren, die später auch in der 71er Mannschaft, also in der zweiten Aufstiegsmannschaft, dann ihre Karriere fortgesetzt hatten. Kann man eigentlich bei euch beiden den Moment der Fortuna-Karriere ausmachen? Bei dir wahrscheinlich das Tor in Offenbach? Ach hier, bei mir? Ja. Ach so, ja, da würde ich sagen, das war das erste Spiel in der Bundesliga in Dortmund gegen im Europapokalsieger, jenem Aufsteiger. Mhm. So, und da gewannen wir 2-1 und da mache ich eine Minute vor Schluss mache ich 2-1 für Fortuna.
Hattest du nicht auch zum 1-0 aufgelegt für den Jürgen für den Jürgen Schult. Der hat ja das erste Tor geschossen, du das zweite überhaupt, das zweite Bundesliga-Tor. Und da war natürlich die Sensation überhaupt. Ne? Aufsteiger im Europapokalsieger in Dortmund und dann 2-1. Eine Minute vor Schluss, ne, da war natürlich. Und ihr seid ja wirklich gut in die Saison gestartet. Das war gegen Bayern immerhin respektables 0-0. Also und im Rückspiel sogar noch an der Grünwalder Straße damals noch 2-1 gewonnen. Ja. In München haben wir 2-1 gewonnen. Weil gibt es bei dir den Moment, an den du zurückdenkst? In München? Ja, insgesamt, wenn du jetzt auf die Zeit bei der Fortuna zurückdenkst, gibt es da den herausragenden Lichtmoment, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, oder sind es einfach zu viele? Tja, mein Ziel war immer aufzusteigen, war klar. Das war klar, und dass wir dann aber auch eine gute Mannschaft brauchen, wenn wir es schaffen sollten. Stand auch fest, und da sind wir so ein bisschen im Stich gelassen worden. Unsere Mannschaft war ziemlich ausgelaucht. Nicht? Wir haben, darf gar nicht dran denken, was wir auch alle geleistet haben. Und dann kamen immer noch solche so Sachen dazu, die Unruhe brachten. Ja. Wir durften nichts trinken. Und dann, wenn wir zur Toilette mussten, kam Staub. Nicht? Und dann sind wir im Trainingslager in Duisburg, sind die Rot-Weißen im Trainingslager oder die Meidericher abends noch hier und so weiter. Und Kuno, wenn ich einen sehe, gab es nicht. Und nachts hat er den Mann gekraft. Co-Trainer losgeschickt. Gucken, ob auch keiner. Also richtiger Schleifer. Da gab es wenig Freiraum. Deswegen kann man schon fast froh sein. Ne? Heutzutage werden aber so Ausflüge in die Altstadt sind da noch schwieriger möglich. Es ne? ist ja, ich bin so gefragt worden, was ist positiv und negativ? Negativ sind solche Sachen, die mich auch sportlich dann zurückgeworfen haben. Denn wenn man hier hinkommt, schon eins ertragen, wirklich ertragen muss, aus dem trockenen Kornpott in diese feuchtwarme von Düsseldorf zu kommen. Ich war immer patschnass. 60 Kilo, 1,78 groß, dann kann man sich vorstellen, was das ist. Wir haben gerade über den Aufstieg gesprochen. Da passt eine wunderbare Frage von Marco rein. Ich darf das Wort ja in den Mund nehmen. Der möchte nämlich gerne wissen, was traut ihr denn der heutigen Mannschaft zu, der Fortuna? Das verfolgt ihr natürlich auch weiterhin. Vielleicht als abschließende kleine Frage in die Runde. Ich wünschte mir, dass die Mannschaft aufsteigt, das ist ja selbstverständlich. Es ist nur so, dass die Unterschiede von Spiel zu Spiel immer größer wurden, und wenn ich unser letztes Spiel sehe, das mit sehr viel Glück in der Nachspielzeit für uns ausging, dann... Aber Glück kann man auch erzwingen, das haben wir nämlich auch getan. Ja, kann man auch erzwingen, ja. Also können wir oben noch angreifen? Ich hatte erst gedacht, wir schaffen es, und dann sind wir ja so ein bisschen runter gegangen, und dann hat der Klaus ja gesagt, ja, wir packen das noch, hat noch mal ein bisschen rausgelassen, und dann habe ich gesagt, ich glaube es nicht, wir müssen auch nach oben schauen, wie viele Mannschaften da noch eine Rolle spielen. Nicht? Und vielleicht ist dann die Aussage, ach, wir müssen jetzt ein bisschen viel. Aber zumindest habe ich den hundertprozentigen Willen gesehen. Das bin ich guter Dinge. Und den Peter, konnte man sehen. Das denke ich nämlich auch. Peter, was traust du der Mannschaft zu? Ja, ich hoffe natürlich, dass sie in die Bundesliga kommt. Ja. So, und man kann immer mal
das ist natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich auch der Sport, der ist, da ist Fußball. So, und da zeigt sich jetzt auch, dass man eine halbe Minute vor Schluss noch ein Tor macht und so weiter. Aber da ist der Fußball und ich glaube an die Fortuna. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Waldemar, Gerhard, Peter Meyer und natürlich Tom Costa. Dankeschön, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und rauf und runter ging es mit der Fortuna. Es ging ganz nach oben in den Europapokal. Da werden wir unter anderem gleich drauf zu sprechen kommen. Und vieles ist natürlich nicht nur in der Chronik, sondern auch hier in diesem Film 125 Jahre Fortuna. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Dann versuchen wir einfach mal. Alles klar. Und bitte. Ja, also ich glaube 2018 haben wir uns auf dem Sommerfest in Flingern darüber unterhalten, dass es noch keinen Film gibt, der so die gesamte Geschichte von Fortuna Düsseldorf abbildet. Tom Costa hat dann gesagt, ja, ihr wisst ja, was in 2 Jahren ist und sagte, da ist ja das Fortuna-Jubiläum. Das wäre ja der perfekte Anlass. Dann haben wir gesagt, stimmt. Ohne zu wissen, wie lange man eigentlich für so einen Film braucht. Ja, das größte Problem war ja eigentlich erstmal, was will man überhaupt erzählen? Was kann man erzählen? Die offizielle Chronik des Vereins, die ja jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist, die hat ja 1200 Seiten. Ja, würde man 1200 Seiten in den Film packen? Ja gut, dann hätten wir wahrscheinlich 100 Stunden Film. Und das heißt, wir haben am Anfang erstmal Gespräche geführt. Wir haben uns mit Experten zusammengesetzt, wir haben uns mit den Leuten von der Geschichts-AG zusammengesetzt, wir sind ins Stadtarchiv gefahren, ins Filmmuseum, ins Stadtmuseum. Da ist schon mal sehr viel Zeit in dem ersten halben Jahr, würde ich schätzen, draufgegangen. Wir haben eine chronologische Form gewählt, um die Geschichte zu erzählen. Das ist bei 3 Stunden, glaube ich, auch angemessen, denn es ist schon harter Tobak für die Leute, da überhaupt zu folgen. Das heißt, es musste erstmal ganz, ganz, ganz rigoros gekürzt werden, wodurch halt viele schöne Geschichten rausgefallen sind. Ja, und dann war halt die nächste Herausforderung, wie bebildert man denn das Ganze? Also ich glaube, in den hinteren Epochen ging es darum, wirklich diese Menge an Material auch zu filtern. Und diese Menge gab es für die ersten Epochen natürlich gar nicht. Da mussten wir uns dann auch überlegen, wie können wir im Prinzip diese Szenen darstellen und haben uns dann ein grafisches Konzept überlegt. Mein Bruder ist da, was das Thema Animation angeht, unterwegs gewesen und hat sich da viele Gedanken zugemacht. Wir haben ein paar Szenen nachgestellt. Da war zum einen der Kutschenmythos.
Das ist ja eine Geschichte, die schon lange Fortuna begleitet, also wie es dazu gekommen ist, dass Fortuna den Namen Fortuna trägt. Und auch dort wird ja fleißig geforscht und man ist gerade dabei herauszufinden, dass es vielleicht nie eine Brotfabrik gegeben hat, die Namensgeberin war für Fortuna. Aber die Geschichte ist einfach schön und deswegen wollten wir sie erzählen und haben sie nachgedreht, auch mit dem deutlichen Hinweis, dass es sich da vielleicht doch auch nur um einen schönen Mythos handelt. Ja, die Herausforderung bei den Dreharbeiten lag vor allen Dingen darin, eine passende Location zu finden. Also Düsseldorf sieht heute ganz anders aus als zu der Zeit, als da diese Kutsche so 1912 oder 1913 langgefahren ist. Das heißt, wir mussten ausweichen an andere Orte. Wir haben natürlich versucht, das alles so geheim wie möglich zu halten. Und dann sind wir da zu Gange, wollen gerade anfangen zu drehen. Und wer steht im Smoking neben uns? Alex Spengler. What the fuck? Alex, was machst du hier? Nebenan, also an dieser Straße, war halt eine Kirche und an diesem Tag hatte, glaube ich, Neffe oder Enkel vom Alex Spengler Taufe. Und das in dieser Kirche nebenan, wo wir gedreht haben. Und zwar in Krefeld, nicht in Düsseldorf. Also völlig verrückt. Dann haben wir die Meisterschaftsszene gedreht. Die darf natürlich nicht fehlen. Das ist einer der Vereinshöhepunkte. Und ich glaube, jeder kennt dieses Foto von dem deutschen Meister 33. Wir haben uns dann überlegt, was kann man zeigen? Vielleicht zeigen wir einfach die Entstehungsgeschichte dieses Bildes und haben dann in einer tollen Location diese Szene nachgedreht. Das waren jetzt alles ja keine professionellen Schauspieler, das ist in so einer Produktion dann auch nicht möglich. Aber das war eigentlich so, dass die größte Herausforderung waren, glaube ich, die Locations. Wir haben als Verein halt Zugriff auf das DFL-Archiv, wo es sehr viel Material gibt, aber halt tatsächlich sehr viel auch nicht. Und da war dann halt die große Herausforderung, andere Quellen halt aufzutun oder sogar dann am Ende leider Gottes Geschichten hinten überfallen zu lassen, weil man sie halt einfach nicht bebildert erzählen kann. Was mich wirklich gewurmt hat, ist das Aufstiegsspiel in Offenbach. Das ist für Fans, gerade ältere Fans, natürlich ein ganz wichtiges Spiel gewesen. Jeder kennt diesen Peter Meyer-Fan, der dort vor die Kameras tritt, etc. Und wir wollten unbedingt Szenen von diesem Spiel haben. Und es gibt dieses Spiel einfach nicht mehr im Archiv. Und dann haben wir immerhin vom Hessischen Rundfunk, glaube ich, halt diese Rückmeldung bekommen. Ja, es gibt einen Beitrag, aber diese Filmrolle war halt einfach nicht mehr auffindbar. Und dann war die Info, glaube ich, ja, die wurde wohl vernichtet. Es gibt einfach kein Material. Wir zeigen diesen Aufstieg 3 Sekunden. Dafür zeigen wir den darauffolgenden Abstieg dann in ungefähr 5 Minuten. Also ich fand es halt ganz großartig, ja, Beiträge zu finden, die man so noch nie gesehen hat. Alte Bilder aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die man halt ja logischerweise nicht miterlebt hat selbst und wo man halt auch im Netz noch nicht viel zu gesehen hat. Also da hat man halt echt kleine Schätze gefunden. Da ist einem echt so das Herz aufgegangen. Wir haben uns tatsächlich beide auch sehr gefreut, als wir auf einmal eine dreiviertelstündige Dokumentation über Fortuna beim WDR gefunden haben. Und es ging natürlich um den Abstieg aus der Bundesliga in der Saison 67. Aber es war trotzdem ein Highlight und davon haben es auch ein paar Szenen in den Film geschafft. Das ist ganz schön. Und dann hatte ich tatsächlich auch noch einen Highlight-Moment, der eigentlich nicht spektakulär ist. Es hat uns halt ein Dreivierteljahr gedauert, die Erlaubnis zu bekommen, 75 Sekunden des Liedes "Welch ein Tag" verwenden zu dürfen. Das war ja unser Tor-Jingle im Rheinstadion in den 90er Jahren und jeder, der damals im Stadion war, verbindet damit halt Emotionen und so ist es halt bei uns beiden auch. Und es hat sich ewig gezogen, diese Erlaubnis zu bekommen und sie war am Ende auch wirklich nicht günstig, aber als dann am Ende tatsächlich die Mail kam, alles klar, ihr könnt das Lied verwenden, das war einfach so ein richtig schöner Tag für mich. Ich glaube auch, dass man den Film mindestens 2-3 Mal schauen muss. Ja, am Anfang kann man das gar nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, wenn man ihn dann einmal gesehen hat, dann weiß man, was einen erwartet. Und dann freut man sich beim 2., 3., 4. Mal schauen, dann auch auf einzelne Stellen und kann die dann halt noch viel mehr genießen. Ich sage immer, wir sind so der Geschichtsgrundkurs. Also jeder sollte sich einmal diese 3 Stunden angeguckt haben, damit er über Fortuna grundsätzlich Bescheid weiß. Und für die, die noch tiefer in die Materie einschauen wollen, da gibt es dann zum Beispiel natürlich die Chronik oder andere lesbare Werke. Was auch wirklich beeindruckend war im Verlauf dieser 2 Jahre, war die Hilfsbereitschaft der Leute, ne? Ja, es war spannend, so viele Leute kennenzulernen und auch echte Herzblut vertunen. Also in unterschiedlichsten Bereichen, Experten, Sammler oder sonstige Leute, die uns da wirklich unterstützt haben, von Anfang an bis zum Ende. Und ja, ganz großes Dankeschön auch an euch. Jeder erlebt den Verein ja anders oder hat eine persönliche Geschichte mit dem Verein, ne? Bei mir sind halt die Jahre so um den Aufstieg 2009 super intensiv. Und bei anderen sind es halt möglicherweise die 90er Jahre und bei anderen wiederum, die den Film schauen, sind es dann die 70er, 80er Jahre. Jeder Fan hat ja ein eigenes Leben mit dem Verein und wir hoffen einfach, dass wir mit dem Film
möglichst alle halt mitnehmen oder ihnen halt damit eine Freude bescheren können. 175 Minuten halte ich hier in den Händen, ob als Blu-ray oder DVD. Das sind 125 Jahre Fortuna Düsseldorf und wir haben die beiden Macher gerade gesehen. Einen davon, den haben wir jetzt auch im Studio und das ist Ingo Krausen. Ingo, grüß dich. Hi. Hallo. Und neben Ingo natürlich auch ja, ein Mann, der nicht nur für die damalige Zeit steht, sondern genauso auch in der heutigen Zeit, denn er ist Vorstand Fußballentwicklung, Kommunikation und CSR und Fortuna-Legende. Klaus Allofs. Hallo. Klaus, grüß dich. Du hast gerade das Making-of nochmal gesehen. Das ist eine große Ära, natürlich auch die großen Erfolge. Wir denken an die DFB-Pokalspiele und natürlich das Finale in Basel und all dem, was mit dazugehört. Ja, wie viel Gänsehaut hast du immer noch, wenn du diese Bilder siehst? Ja, Gänsehaut ist es schon, gerade vielleicht, wenn man ans Finale denkt, weil das sicherlich ja, was ganz Besonderes war, aber auch die Pokalsiege natürlich. Ne? Aber es, ja, es ist immer wieder toll, ja, daran zu denken ja, auch zurückzudenken. Und eigentlich sollte es auch Ansporn sein, eben auch für alle, die jetzt bei der Fortuna sind. Wir wollen ja wieder. Das heißt, legt man jetzt einem Spieler, wenn man den neu verpflichtet, das so ein bisschen unter das Kopfkissen, oder? Das sollten wir machen. Also das bisher haben wir das, ist ja auch jetzt ganz aktuell, also das sollten wir machen. Also was wir mit unseren potenziellen Kandidaten machen. Also wir erzählen ihnen von der Fortuna-Geschichte und das auch mit laufenden Bildern. Ich glaube, das macht auch immer was mit Sportlern. Na, wenn man die Bilder sieht, sei es auch schon einige Jahre her, aber so die bewegenden Momente der Fortuna, ja, die versuchen wir schon den neuen Spielern dann auch zu vermitteln, weil das, glaube ich, auch dazugehört. Es ist nicht nur, dass man einen Vertrag unterschreibt und dann in ein Trikot schlüpft, sondern man muss, glaube ich, auch die Geschichte eines Clubs leben und die verstehen, um dann wirklich auch beim Club anzukommen. Jetzt hast du gerade gesagt, einen solchen Film hat es bisher noch nicht gegeben. Natürlich gab es schon viele Fortuna-Filme, aber nicht genau in dieser, nicht in dieser, ja, Art und Weise. Ja. Genau. Und damit kommen wir nämlich zu Ingo und da frage ich direkt mal nach. Der spiegelt ja wirklich eine ganz besondere Form wieder. Auch da jahrelange Vorbereitung. Also wie seid ihr diesen Film angegangen damals? Inzwischen kann man wirklich fast damals sagen. Ich glaube, 2018 hatten halt der Matthias und ich die Idee zu diesem Film. Und wir wussten ja, dass es mit Fortunas Legenden und so schon wirklich tolle Fortuna-Filme gibt, vom Las Pap und vom Holger. Und deswegen haben wir uns auch für ein anderes Format entschieden. Also wir wollten keine Leute direkt zu Wort kommen lassen, weil wir gesagt haben, das bildet nicht vielleicht die ganze Geschichte ab, die wir gerne zeigen würden, sondern wir haben gedacht, wir machen das mit einem Offsprecher, haben den Andreas Hecker sprechen lassen. Und ja, wollten halt wirklich 125 Jahre begreiflich machen für Fans, wo wir auch sagen, die Anfänge sind vielleicht unbekannt. Also klar, mit der Chronik und anderen Büchern, die es auch schon gab, hatte man die Chance. Aber es ist natürlich schon was anstrengender. Gerade eine Chronik hat 1200 Seiten, das ist wirklich sehr detailreich etc. im Film. Da kann man sich vielleicht auch einfach mal zurücklehnen und überlegen, wie war das eigentlich mit der Fortuna-Geschichte, die ja nun mal auch gar nicht so einfach ist mit den ganzen Fusionen und sonstigen. Da hat man noch viel dazu gelernt. Also mir war auch nicht alles bewusst vorher. Jetzt hast du die Fortuna-Geschichte verinnerlicht. Ich frage mal, wie viel Zeit hast du da investiert? Wie oft hast du den Film schon geguckt? Ja, ich glaube, kurz vor der Premiere habe ich ihn in einer Woche knapp 8-mal gesehen, was bei 175 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Und es gibt sicherlich auch immer noch Stellen, die wir heute noch verbessern würden. Ich glaube, das gilt für Matti und für mich. Aber trotzdem gibt es auch immer noch Stellen und Momente, wo ich Gänsehaut kriege, wo ich wirklich denke, klasse. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, die Begeisterung für den Verein zu haben, weil sonst könnte man so einen Film nicht machen. Und der erste Teil meiner Frage, wie viel Zeit habt ihr da investiert? Ja, also das ist, glaube ich, gar nicht wirklich aufzumessen. Also, weil nach einem normalen Arbeitstag, wo man am Schnittplatz ist, wo man Recherche betreibt, wo man in Archive rennt oder ähnliches, da kommt einem abends auf der Couch halt noch die Idee. Ne? Und denkt man, oh, jetzt google ich mal nach alten Gegenständen oder recherchiere mal irgendwelche alten Geschichten.
Wobei wir zum Glück natürlich tolle Unterstützung hatten, ne? Von der Geschichts-AG, von anderen Enthusiasten, Sammler Bernd Bremer, der uns diese ganzen Devotionalien zur Verfügung gestellt hat oder unterschiedlichste Leute, die da ihren kleinen Teil auch beigetragen haben. Ne? 2003, kommt natürlich in dem Video auch drin vor, gab es das Mythos-Spiel und mit den Einnahmen wurde ein Spieler teilfinanziert. Wir gucken mal rein, mal gucken, ob er sich wiedererkennt. Die Einnahmen des Mythos-Spiels halfen den Klammenflingeranern dabei, zwei Jugendspieler mit einem Profivertrag auszustatten. Einer von ihnen hieß Andreas Lamberts. Genau. Hast dich kaum verändert, Lumpi. Boah, bisschen doch schon, ne? Schön, dass du da bist. Danke. Und wenn du diese Bilder siehst, was macht das mit dir? Es sind 525 Einsätze alleine für die erste Mannschaft zusammengekommen. Ich habe es extra nochmal recherchiert. Sehr gut. Jahrelang hat man natürlich gesagt, der Mann, der von der vierten Liga bis zur ersten Liga mit einem Verein gegangen ist und vor allen Dingen in jeder Liga auch getroffen hat. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile noch jemanden, habe ich mal gehört, aber ich kenne ihn nicht. Ja, was macht das? Klar, ich habe jetzt immer noch mal wieder ein paar Anfragen gehabt. Da kommen immer so Rückblicke, wie alles begann. Ja, das ist, ja, ist nochmal schön, das alles nochmal Revue passieren zu lassen, klar. Aber ich gehe jetzt in meiner neuen Aufgabe gerade irgendwie auf und so weit zurück denkt man dann irgendwie nicht mehr. Es, ja, weil es auch nicht abgeschlossen ist. Also es geht ja weiter. Den Weg mit der zweiten Mannschaft zurzeit, du hast es gerade angesprochen, also bist gerade kurz vor knapp noch reingehuscht, weil auch gleich, glaube ich, wieder Training ist oder war schon. Ja, gerade. Also wie nimmst du diese Aufgabe wahr, die du da jetzt einnimmst, also dein neues Leben neben dem Platz? Ja, ich muss sagen, das war ja auch für mich dann nicht so einfach, dann ja, die zwei Jahre U23 und dann die Entscheidung oder die Frage, was passiert danach, das ist so, ja, war nicht ganz so einfach für mich, wo ich mich da wirklich sehe und bin dann ja irgendwie dann ins Trainerteam so reingerutscht, weil ich dann auch ja, immer mehr mit einbezogen wurde und habe für mich gemerkt, das macht mir riesig Spaß, den Jungs da irgendwas mit auf den Weg zu geben, mich selbst einzubringen. Muss da ehrlich sagen, dass es echt richtig Bock macht, so seine eigenen Dinge machen zu können. Unser Trainer Nico Michati gibt mir da echt viel freie Hand oder uns. Und ich bringe da einfach meine eigenen Ideen mit ein. Und gerade wenn es dann natürlich auch noch funktioniert, wir noch eine gute Runde spielen, macht es natürlich umso mehr Spaß. Und wir gehen da, glaube ich, gerade voll drin auf. Und es macht echt richtig Lust und ja, auf mehr, weil es ja gerade auch einfach funktioniert und wenn man das dann sieht, ja, und wenn man dann nur einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass vielleicht der ein oder andere einen Step macht, ob jetzt hier oder woanders, ja, dann hat man vielleicht einen ganz guten Job gemacht. Und Klaus, wenn man so eine Ikone an den Verein binden kann, hat man auch alles richtig gemacht. Ja, das ist absolut notwendig. Also ist schön, ich sehe das ja, dass du begeistert bist, aber wenn du das dann auch so schilderst, dann unterstreicht das nochmal und ich glaube, die Leistungen, die jetzt gerade da abgeliefert werden, die Tatsache, dass wir ja ganz viele Spieler auch hoch zur ersten Mannschaft holen und dass die wirklich ganz nah dran sind, das zeigt, dass wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind und das muss für die Fortuna gelten. Man hat es immer wieder gemacht, aber das muss noch mehr Systematik bekommen, dass man einfach Spieler, die lange Zeit für den Verein gespielt haben, die etwas für den Verein geleistet haben, dass man sie auf irgendeine Art und Weise einbindet. Jetzt sinnvollerweise, weil ich glaube, irgendetwas zu machen, das befriedigt einen auch nicht. Aber es ist ja ganz klar, wenn man so lange Fußball gespielt hat, ja, dann kommt vielleicht auch so ein bisschen Fußballmüdigkeit zum Schluss vielleicht auf, aber wenn man dann so eine kleine Pause hat, ich glaube, dann kribbelt es recht schnell wieder und ich glaube, dann sind es einfach die besten Trainer und die Jungs wirklich am besten auch motivieren können und sie vorbereiten können, eben auf eine Zeit als Profi. Also von daher sind wir glücklich, dass du das bei uns machst und das sollte in Zukunft, sollte es eben auch mit dem einen oder anderen Spieler, sollte das auch geschehen. Klaus, lass uns nochmal zurückkommen auf den Film. Du hast eben schon gesagt, ja, dass man den vielleicht sogar nutzen kann, um die Fortuna-Geschichte auch möglichen potenziellen neuen Spielern näher zu bringen. Ich frage mal ein bisschen größer, welche Bedeutung hat der Film für diesen Verein?
ja, nicht nur der Film, sondern auch die Chronik, glaube ich, ist immer, auf der einen Seite ist es einfach die Geschichte jedem auch nochmal zu verdeutlichen, weil ich sage es ganz ehrlich, also die ganze Entstehungsgeschichte der Fortuna, was in der ich sage jetzt mal in der Urzeit war, das war mir auch nicht geläufig und von daher ist sowas interessant, sich einfach noch mehr mit dem Verein zu beschäftigen, das auf der einen Seite eben über Bilder, über Texte und da ist ein Film, der ist natürlich gerade in jetzigen Zeiten, wo das Visuelle natürlich noch mehr im Vordergrund steht, ist das einfach wichtig, um noch mehr eben für die Fortuna zu begeistern und auch so ein bisschen wegzukommen immer von der momentanen Situation. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wir sind zweite Liga und dann verliert man auch mal ein Spiel am Wochenende und dann fühlt man sich gar nicht so als so wichtig im deutschen Fußball. Aber ich glaube, das untermauert das, dass Fortuna eine wirklich bedeutende Rolle im deutschen Fußball spielt und von daher sind solche Werke, ob Chronik oder Filme, sind von großer Bedeutung. Bei der Vorstellung habe ich schon gesagt, du warst natürlich ja, großer Bestandteil dieser größten Erfolge, also zweifacher Pokalsieger, Europapokal, Finalist und auch da gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Im DFB-Pokal immerhin war die Fortuna auch weiterhin nicht zu stoppen. Insbesondere die Tore von Klaus Allofs sorgten dafür, dass sich die Fortuna im Frühjahr 1980 zum dritten Mal in Folge für das deutsche Pokalfinale qualifizieren konnte. Mal in der Bundesliga, 71 Treffer im Europapokalfinale. Wollen wir das nochmal aufröseln? Wer das Tor geschossen hat? Die Antwort bleibt immer gleich. Also Thomas ist als Torschütze genannt worden und ich glaube, das kommt der Wahrheit am nächsten. Das ist doch meine Aussage. Ingo, lass uns noch ein bisschen über den Film sprechen. Natürlich hätte er viel früher rauskommen sollen. Ihr habt auch sehr lange gewartet mit dieser Premiere. Das sollte natürlich im Jubiläumsjahr stattfinden oder am Geburtstag. Es gab verschiedene Gründe, wieso das am Ende nicht der Fall war. Und trotzdem hattet ihr gefühlt, glaube ich, immer Zeitdruck, oder? Ja, also das ist auch ein Projekt von einer Größenordnung, wo man einfach sagen muss, das macht man wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Wir wollten ja auch nicht 175 Minuten machen, aber wir haben schon eine ganze Menge rausgestrichen. Man hätte wahrscheinlich noch mehr machen können und wir haben uns dann entschieden, wir lassen trotzdem den Film in dieser Länge, 3 Stunden oder fast 3 Stunden, haben aber tatsächlich auch bisher eigentlich das Feedback bekommen, dass er zwar lang, aber nicht langatmig ist. Und das freut uns natürlich und ich wüsste tatsächlich auch keine Szene, auf die ich gerne verzichten würde. Das ist eigentlich schon genau die Frage, die ich als nächstes gestellt hätte. Also du hast gesagt, du hast ihn 8-mal gesehen in der Woche vor der Premiere. Ja, und jetzt haben ihn ganz, ganz viele gesehen. Also nimm mich mal ein bisschen mit, was war das für ein Feedback der Leute, die ja ganz gespannt darauf gewartet haben? Ja, also, was ich so gelesen habe bisher, ist tatsächlich sehr, sehr positiv und auch gemischt. Also ich glaube, der Film hat halt auch unterschiedliche Aspekte. Der fängt ein bisschen langsamer an und erzählt halt tatsächlich die Geschichte. Und ich glaube, viele kennen diese Geschichte nicht en Detail. Und ich glaube, das ist tatsächlich mal interessant, auch die düsteren Kapitel auch zu sehen, wie Fortuna eigentlich dadurch vielleicht auch schon an Erfolg eingebüßt hat. Weil bis zum Zweiten Weltkrieg war Fortuna ja hier auch tatsächlich mit allen ja, tonangebend im Westen. Und nach dem Krieg konnte man da leider nicht wieder ansetzen. Und dann auch die 60er Jahre, eben war ja Walli Gerhard und Peter Mayer da. Das war natürlich dann auch mit dem ersten Bundesliga-Aufstieg eine ganz spannende Zeit. Und für die Fans selber ist natürlich das zum einen spannend und mein Onkel ist 80, der hat sich natürlich an die Gramminger-Zwillinge erinnert. Ne? Die kannte ich vorher nicht und die waren super und das war seine Erinnerung. Und ich habe zum Beispiel Gänsehautmomente. Wir haben noch einen kleinen Film vom Lumpi vielleicht, also das, wo du selber im Stadion warst. Das sind natürlich ganz andere Dinger, wo du sagst, Hammer, also da geht einem wieder das Herz auf eine andere Art und Weise. Bevor wir uns den Film anschauen, ihr dürft natürlich weiterhin Fragen stellen, auch gerne an die beiden, an Lumpi und an Klaus. Und wenn du es gerade schon anmoderiert hast, die Überleitung geschaffen hast, dann gucken wir mal rein. Ein bisschen hatte ich am Montag das Gefühl, leider waren keine Zuschauer da. Ich glaube, sie hätten die Arena abgerissen in der 95. Minute. Klaus kann das bestätigen durch das Tor von Schinter Appelkamp. Und einen ähnlichen Treffer hat Lumpi mal geschossen, nämlich im DFB-Pokal. Aber die lassen nicht locker. Ist das die letzte Szene? Ist das die letzte Chance? Kayas, jetzt sind sie alle vorne. Lavarie,
und er kommt nicht dran. Nochmal, Lamberts. Lamberts und der Ball ist im Tor! 3:3! Letzte Sekunde, 120 Minuten gespielt! In der allerletzten Sekunde macht er den Ausgleich! Das ist unfassbar! Es ist unfassbar, meine Damen und Herren! Wie man sehen kann, ich habe auch schon Tränen in den Augen. Das nimmt einen so mit. Was macht das mit dir, wenn du das siehst? Das ist immer noch so, diese leichte Schauer, immer so ein bisschen Gänsehaut. Ja, weil das dann auch einfach wieder Revue passieren lässt. Das war einfach, ich bin auch nur eingewechselt worden in dem Spiel. Ich hatte, glaube ich, einen Innenbandriss in der Vorbereitung und bin irgendwann reingekommen und dann noch Verlängerung. Ich war eigentlich, an dem Zeitpunkt war ich schon wieder durch, weil ich war absolut nicht fit. Ich glaube, ich hatte da 60 Minuten, ich war völlig durch. Als ich den Pass rausspiele zu Olli Kajas, habe ich Krämpfe. Ich kämpfe in der Wade und dann kommt der Ball aber wieder zu mir. So, und dann musst du ja wieder und eine Minute noch zu spielen. Und ich war ja dann auch immer ehrlich, ich wollte ihn ja einfach nur scharf ins Zentrum prügeln, weil da standen ja zwei Mann. Ja, und Aogo hält dann den Fuß hin und er fällt dann rein. Und muss ja ganz ehrlich sagen, YouTube, ich weiß nicht, wie viele Klicks das Ding hat. Ich habe eine Großzahl davon selber, weil diese 119 und dann fällt er gleich 58 rein und bei einer Verlängerung gibt es keine Nachspielzeit. Also dann dieser Moment, dass du zumindest ins Elfmeterschießen kommst, das war ja Wahnsinn. Und die Leute sprechen mich seit Jahren auf dieses Tor an, natürlich auch noch auf zwei, drei andere, aber das ist immer so, immer mit dabei, dass, wie sie dann erzählen, im Stadion stand und Bierdusche und gar nichts mehr mitbekommen. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Schau mal nach, wie viele Klicks das Video mittlerweile bei YouTube hat, das würde mich interessieren. Klaus, und dann, jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, am Montag war gefühlt, natürlich, da ging es nochmal um was anderes im Pokal, wobei andererseits, hätten wir das Ding am Montag nicht gewonnen, wäre die Messe auch gelesen. Ne? Also da hing jetzt auch ganz, ganz viel dran. Es gab ähnliche Bilder bei euch auf der Tribüne, allerdings ohne Bierdusche. Ohne Bierdusche ist ja nicht erlaubt, aber wir haben das stellvertretend für unsere Fans, haben wir das gemacht, haben wir das ausgelebt. Ja, das war auch unglaublich. Also, dass auch zwei, die eingewechselt worden sind, mit Emma und mit Schinter, die am Tor unmittelbar beteiligt waren, das Ding noch zu drehen, also das war schon unglaublich. Ja, es ist wirklich schade, dass keine Zuschauer dabei waren. Also weil das sind solche Erlebnisse, die eben die zusammenschweißen, die jemanden, der Fortuna mag, das macht den zu jemandem, der Fortuna liebt, ne? Und der immer wieder kommt, ne? Und das geht uns im Moment verloren, ne? Das ist einfach so, aber so wie du das gesagt hast, mit dem Krampf da nochmal alles zu geben und das muss ich auch zur aktuellen Mannschaft sagen. Also das ist, wir können oft können wir auch sagen, Mensch, das haben wir nicht gut gemacht oder das haben wir nicht gut gemacht, aber was die Mannschaft wirklich in allen Spielen, wirklich fast in allen Spielen mitbringt, ist dieser absolute Wille und auch wirklich bis zur letzten Sekunde es zu versuchen, so ein Spiel umzudrehen. So. Und das, glaube ich, hat man ganz, ganz deutlich, glaube ich, auch im Fernsehen muss man das auch spüren, dass man nicht aufgeben wollte, dass man so einen ungerechten Elfmeter zum Ausgleich, so, dass man den einfach so wegstecken wollte und sagt, nee, das soll es nicht gewesen sein. So, und dann haben wir es gedreht und jetzt ist doch noch eine Menge möglich. Nicht alles, aber eine Menge. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht hinten raus, widmen wir uns noch mal ein bisschen dem Film. Ich habe die Nachricht bekommen, 185.000, das glaube ich nicht. Ich meine, da waren wir schon deutlich drüber. Vielleicht gibt es auch mehrere bei YouTube, die es hochgeladen haben. Das würde mich definitiv... Noch ein 2-Minuten-Video, bevor HSV vorher noch die Ecke hat. Und stimmt, ja. Ich habe alle gesehen. Ja. Ich möchte trotzdem noch mal wieder zurückkommen auf den Film. Und auch da nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit, Ingo. Was ich ganz, ganz spannend war, als du mir das erste Mal geschildert hast, wie der Film so zustande gekommen ist, dass man ja auch, wenn man jetzt an die Zeiten von der Deutschen Meisterschaft ausgeht und so weiter, also diese, oder auch Toni Turek zum Beispiel, also da an Videomaterial zu kommen, an Tonspuren zu kommen, an diese legendäre Tonspur von Zimmermann, dass man dafür ja noch richtig
in die Tasche greifen muss, um sich sowas wie Lizenzen zu kaufen und so weiter. Erzähl mal ein bisschen da deine Erfahrungen und deine Anekdoten. Ja, das ist ein Punkt, den man sicherlich vielleicht unterschätzt, denn es ist ein Unterschied, ob man einen Film jetzt fürs Fernsehen macht, der im Prinzip einfach frei läuft, oder ob es dann halt eine DVD auch ist, die der Verein vertreibt. Das heißt, man muss da tatsächlich halt in den Ring gehen, um Lizenzen zu vereinbaren. Wir hatten da super Partner, also sowohl mit dem WDR, die sind uns da sehr entgegengekommen, die haben ein tolles Archiv. Manche Sachen haben wir dann trotzdem noch von anderen Archiven genommen. Und ja, zum Beispiel Herbert Zimmermann, Toni, du bist ein Teufelskerl, Toni, du bist ein Fußballgott. Das ist relativ exklusiv, relativ teuer. Ich nenne jetzt keine Preise, aber es war es uns auf jeden Fall wert. Das hat Toni auch verdient, glaube ich. Das zieht sich auch weiter. Also ich sag mal, die FIFA wollte noch ein bisschen mehr sehen für die Spielszenen, aber das konnte man dann ein bisschen anders lösen über die Wochenschau. Die war ein bisschen günstiger. Nicht preiswert, aber günstiger. Genau. Und Klaus, das schiebe ich nochmal, oder gebe ich den Pass nochmal rüber, da ist auch jeder Euro gut investiert gewesen. Ja, natürlich. Wobei es mich nicht wundert, dass die FIFA am teuersten war. Ja. Apropos Euro, lieber Klaus, da gab es in der Vergangenheit natürlich ja auch die ein oder andere Geschichte, die wir mal aufbröseln müssen. Denn die Fortuna hatte auch mal Zeiten, wo es finanziell nicht so gut ausgesehen hat. Und da musste man sich von Klaus Allofs trennen, wohl oder übel. Man muss es aber positiv sehen, denn das Geld hat uns dann auch so gut getan, dass es halt weiterging für die Fortuna. Auch in diese Zeiten. Gucken wir mal kurz rein. Fortuna kämpft, ein dramatisches Wort, mit dem Rücken zur Wand in diesen Spielen. Wir kämpfen sportlich, in diesem Jahr sicher mit dem Rücken zur Wand, aber wirtschaftlich kämpfen wir schon seit Jahren mit dem Rücken zur Wand. In der Rückrunde versuchte der 1. FC Köln, die missliche Lage der Fortuna auszunutzen und Stürmerstar Klaus Allofs auf die andere Rheinseite zu locken. Zunächst gelang es der Fortuna aber ausgerechnet beim Auswärtsspiel in Köln, den Klassenerhalt zu sichern. Zwei Tore der beiden Allofs-Brüder. Es war das letzte Spiel, in dem die beiden Gerresheimer Jungs für die Fortuna trafen. Im Sommer 1981 wurde schließlich der Verkauf von Klaus Allofs zum 1. FC Köln bekannt gegeben. Für die damalige Rekordsumme von 2,25 Millionen D-Mark. Um sich finanziell zu sanieren, hatte der Verein seinen größten Star der Nachkriegszeit verkauft. Das war ein wichtiger Schritt für die Fortuna, leider auch ein Schritt für Klaus Allofs in der Karriere, der natürlich da auch noch Erfolge gefeiert hat. Ja, sicher. Aber die wollen wir gar nicht heute thematisieren. Nein, aber klar, dass das damals, also ich, ist natürlich sehr lange her, aber so recht geglaubt habe ich es eigentlich damals nicht. Ich weiß noch, dass ich mit Thomas gemeinsam in Urlaub gefahren bin und ich hatte allerdings, weil ich ja von den finanziellen Problemen der Fortuna wusste, hatte ich vorher schon Kontakt mit dem 1. FC Köln. Ich gebe auch zu, wir hatten auch schon über Geld gesprochen und das war so nach dem Motto, also wenn ihr euch dann einig werdet, was die Ablösesumme angeht, dann machen wir das. Und dann gab es, aber ich habe gedacht, die Fortuna oder ich wusste, dass Fortuna viel Geld verlangen wird. Das war ja dann eben auch die höchste Transfersumme bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob der FC Köln auch wirklich so viel Geld dann auf den Tisch legen wird. So, und von daher war es dann doch eine kleine Überraschung, dass es funktioniert hat. So, und dann, ja klar, dann war es so. Von Düsseldorf wegzugehen, das ist eine Sache, aber dann zum 1. FC Köln zu gehen, das ist natürlich dann auch ein bisschen mutiger. Am Anfang hat es auch nicht so gut geklappt, aber ich bin auch ganz ehrlich, die Zeit bei der Fortuna war toll, ganz wichtig, aber für einen Spieler, glaube ich, kann es auch Zeiten geben oder Momente geben, wo man sich auch verändern muss. Und für mich war es eben auch der Beginn, oder nicht der Beginn, aber der zweite Schritt in meiner Karriere. Und nach Köln kam eben dann Frankreich, dann noch Werder Bremen. Und das waren sehr gute und wichtige Stationen, die mir natürlich auch vor allen Dingen für meine Zeit nach dem Fußball sehr viel gebracht haben. Also von daher sollte man das nicht verteufeln. Das gehört im Fußball mit dazu. Es gibt andere Laufbahn und das ist auch gut, das muss auch sein. Ich habe hinterher bei Werder auch mit Spielern zusammengespielt, Marco Bode, Dieter Alz, die haben auch nur für Werder gespielt, das ist toll und haben auch ihren Weg gemacht, aber es war damals, hat sich das so ergeben und wie du ja schon gesagt hast, die Fortuna hat davon profitiert und hat eine schwierige finanzielle Situation meistern können, so und für mich war es auch in Ordnung. Ja,
Und wo bist du? Zu Hause. Jetzt wieder. So. Das ist ja auch alles nicht ausgeschlossen. Ne? Das ist ja auch das zweite Mal, dass ich wieder zurückkomme. Genau, so sieht es nämlich aus und deswegen ist der Weg und hat das alles was Gutes. Aber wenn du die Bilder, die du gerade noch mal gesehen hast von dem Tor, wenn du die so siehst, das ist ja nicht nur ein Erfolg, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Da stecken Emotionen, Erinnerungen, Freundschaften und so weiter. Was macht das mit einem, wenn man sowas sieht? Welches Tor meinst du jetzt? Also, nee, ich meine jetzt gar nicht das Tor an sich, also, sondern wenn du Szenen siehst, auch von früher, mit denen du zusammengespielt hast. Das sind ja, da entstehen ja auch Freundschaften fürs Leben. Ja, sicher, aber es geht ja noch viel weiter. Wir eben, weil die Gerhard Peter Meyer waren da und da war ich 9 Jahre alt und da waren das die Idole, ne, die man verfolgt hat. Und dann diese Spiele zu sehen, eben auch den Weg, den andere dann gegangen sind. Aber für mich ist es natürlich besonders emotional, sind natürlich immer die Spiele oder die Szenen, wo ich mit Thomas eben gemeinsam eben erfolgreich sein konnte. Ich glaube, dass wenn man Bundesligaspieler wird, wenn man Nationalspieler wird, Torschützenkönig und so weiter, das ist alles super und das ist alles toll, aber die Krönung ist wirklich, wenn man mit seinem Bruder zusammenspielen kann und das erfolgreich. Und deswegen, das war ein tolles Spiel, das letzte, wo eigentlich schon alles klar war und dann in Köln zu gewinnen und wir beide schießen die Tore, das war schon sehr schön. Naja, also das ist klar, wenn man das jetzt so... Aber mir geht es auch so, dass ich, man kann das vielleicht gar nicht verstehen, also ich sitze nicht zu Hause und google jetzt alte Szenen oder YouTube. Eigentlich viele Dinge sehe ich dann wieder und kann mich dann daran erinnern, aber wir sind so im Tagesgeschäft drin und mit der neuen Aufgabe auch beschäftigt. So, dann, also ich sehe mehr Spiele gegen Regensburg oder gegen Sandhausen, oder um da etwas zu erkennen oder zu sehen. Also man lebt doch nicht so sehr in der Vergangenheit, das hast du richtig gesagt. Sehr schöne Worte, besonders die über deinen Bruder. Wir werden, ich habe es eben schon gesagt, natürlich auch gleich noch mal kurz auf die jetzige Situation zu sprechen kommen. Aber es geht ja in diesem Blog auch noch mal um den Film und eine wunderbare Anekdote, Ingo, die ich gerne von dir noch mal hören möchte. Das ist nämlich, den wir ja allen kennen und schätzen, der Kultbetreuer Alex Spengler, der nämlich euren Dreh da einmal gecrashed hat. Was ist da passiert? Achso, ja, ich glaube, der Matti hat das eben im Making auch schon mal gesagt. Also wir haben diese Kutschenszene in Krefeld-Hüls gedreht sozusagen. Wir haben eine Kutsche besorgt, das war ein Riesenaufwand, irgendwie 2 dicke Brauerei-Pferde und alles. Und haben dann an einem Sonntagmorgen unter höchster Geheimhaltung da gedreht. Und dann auf einmal stand Alex Spengler da im Frack und hatte irgendwie, seine Cousine hatte da Kommunion oder so, seine Nichte hatte da Kommunion oder sowas. Und dann stand auf einmal neben Matti und der ist aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, Alex, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso stehst du hier im Frack in Krefeld? So, also das war natürlich so eine typische Geschichte, die irgendwie ja, passt. Ich bin eigentlich auch gedanklich gerade darauf gekommen, weil dieser Mythos, der sollte ja da geklärt werden, woher kommt dieser Name Fortuna? Das habt ihr ja damals nachgestellt. Das sind ja einige Szenen, die in dem Film ja nicht keine Originalaufnahmen sind, sondern nachgestellte Szenen. Und da ging es ja dann darum, war es jetzt eine Bäckerei oder eine Drogerie? Aufgruseln werden wir es wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, jemand findet noch was auf dem Dachboden. Ja, also die Geschichts-AG ist da ja deutlich weiter als wir. Der Film war dann nur schon abgedreht. Wir haben es dann noch versucht, ein bisschen reinzubringen. Also ich war zumindest an der Ecke, wo dieser Mythos stattgefunden hat, war ich irgendwann mit dem Thomas Bernhard aus der Geschichts-AG und irgendwann haben wir dann mit dem Tom und mit dem Friedi von der Geschichts-AG gefragt, es ist wahrscheinlich eher eine Drogerie gewesen und keine Brotfabrik, die aber schon auf der Kutsche prangte und die sind da ja heiß hinterher. Die gehen ja irgendwelche Handelsregister durch, ob es da irgendwelche Apotheker gab, die Fortuna hießen oder ob es irgendwelche Bäckereien gab. Also ganz wild. Matti und ich haben es uns ein bisschen einfacher gemacht. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass sich das Schild von der Kutsche vielleicht in einer kleinen Szene verändert. Mein Bruder hat da die Animation in dem Film gemacht, den habe ich dann auch gebeten. Das hat er einen ganz kleinen Trick angewandt und so. Können wir auch die Geschichts-AG glücklich machen. Auch das hätte schlimmer kommen können, ne? Mit Drogerie, damit kann man noch leben. Ne? Unbedingt. Also ich glaube, wir haben nochmal viel Werbung gemacht, auch für diese beiden Exemplare hier, für die Chronik und für die DVD. Also wer die nicht zu Hause hat, der hat was verpasst. Das gehört einfach da rein. Denn es ist nicht nur eine Epoche, die abgebildet wird, sondern einfach die komplette Zeit. Und wo die uns hinführt, naja, wir kommen ja nicht drum herum, das mal kurz anzusprechen. Klaus, du hast gesagt, am Montag, das hat Emotionen freigesetzt. Das kann natürlich auch, wie sagt man immer so schön, dieses Momentum gewesen sein, wo man jetzt ansetzen kann, oder?
Ja, wir haben den Hebel eigentlich schon fast das ganze Jahr da angesetzt und mit der Zielsetzung, die wir ausgegeben haben, wir wollen aufsteigen, wir haben es relativiert, aber wir haben die Richtung vorgegeben, auch in Zeiten, wo Düsseldorf-like alle schon wieder pessimistisch waren und gesagt haben, da geht nichts mehr und was formuliert er für Ziele? Wir haben daran geglaubt und ich glaube, das beweist auch, dass es richtig ist, dass man ambitioniert sein muss und das gilt jetzt gar nicht mal nur auf die jetzige Saison bezogen, sondern insgesamt auf, wenn die Fortuna wieder zur alter Stärke kommen will, dann müssen wir ambitioniert sein, müssen mutig sein, nicht arrogant, nicht überheblich, nicht unrealistisch, aber wir müssen unsere Stärken sehen und müssen die auch ausspielen. Und das ist das, was wir jetzt in den letzten drei Spielen machen müssen. Wir haben es leider nicht mehr alleine in der Hand, das haben wir uns selbst eingebrockt. Aber was wir in der Hand haben, ist, dass wir so spielen können, wie wir es jetzt gegen Karlsruhe gemacht haben. Wenn wir so auftreten mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, dann glaube ich daran, dass wir die nächsten drei Spiele gewinnen. So, und das wäre zumindest etwas, was die anderen unter Druck setzt. Und dann schauen wir mal, wo wir dann landen. Also ich bin ganz zuversichtlich, die zweite Liga ist da doch eine seltsame Veranstaltung. Da passieren verrückte Dinge. Und wenn sich einer auskennt mit Aufstiegen, dann Lumpi 2002, 2009, Quatsch, 2004, 2009, 2012. So ist die richtige Reihenfolge. Wie nah bist du jetzt noch dran oder ist dein Fokus wirklich die zweite Mannschaft? Fokus ist, sowohl auf, der, das auch. Ist klar auf der zweiten Mannschaft. Wenn wir nicht gerade so minimal zeitversetzt spielen, sodass wir den Start nicht mitkriegen, schaue ich die Spiele auch, klar. Also jetzt am Wochenende habe ich mich auch wieder hingesetzt, beziehungsweise Montagabend, genau. Die Zeit nehme ich mir dann gerne und ziehe mir das natürlich rein. Und ich merke dann auch selber, wie ich dann für mich auch analysiere mittlerweile und Du schaust anders mittlerweile, ja? Ja, klar, ja. Ganz anders. Nicht nur noch Emotionen und nur noch Schimpfen, sondern hätte so lösen können, so, ja, ist, man verändert sich ja dann auch ein bisschen und man wächst mit seinen Aufgaben. Wahrscheinlich. Oder definitiv. Nee, und ja, ich bin dann natürlich auch und mich hat es dann natürlich unfassbar gefreut, dass es dann Schinter auch noch war, der dann das Tor gemacht hat, der dann auch von uns hochkam und ja, also soweit das irgendwie möglich ist, gucke ich die Spiele auch alle. Das war eigentlich wie so ein Drehbuch, ne, musst du sagen. Also Emma kann ihn natürlich auch machen, dann wäre die Geschichte genauso rund gewesen, ja, nach seiner langen Verletzung, aber mit Schinter, Klaus, du hast... Ja, natürlich, das ist, wenn man so einwechseln kann, dann gibt das allen was. Ne? Dann, der Mannschaft gibt das ein gutes Gefühl, dem Trainerteam gibt das ein gutes Gefühl. So und auf der anderen Seite zeigt es uns natürlich ganz deutlich, dass die Arbeit mit jungen Spielern aus dem eigenen Verein, dass das ein fester Bestandteil sein muss. So, und wenn das dann so untermauert wird und die Jungs das auch wirklich so eindrucksvoll zeigen, dass sie Qualität besitzen und dass sie nicht nur spielen, weil sie aus dem eigenen Verein sind, sondern sie spielen, weil sie so gut sind. So, und das ist einfach toll. Wir feiern heute 125 plus 1, so habe ich es anmoderiert, also 126 Jahre Fortuna, denn die Party soll natürlich weitergehen, ob jetzt mit dem Aufstieg oder dann irgendwann mit einer großen rot-weißen Nacht, vielleicht auch anlässlich des Aufstiegs, das werden wir noch sehen. Aber zumindest, Klaus, ich spiele den Ball noch mal kurz rüber zu dir. Ja, abgeschlossen ist der Geburtstag noch nicht, oder? Wir schauen ja jetzt noch mal zurück auf die letzten 365 Tage. Ja. Aber irgendwie, uns fehlen halt die Fans und mit denen soll es ja auch da eine große Party geben. Ja, wobei ich, da erwischst du mich jetzt wirklich auf den falschen Fuß, weil die Planungen, die sind dann doch bei meinen Kollegen, also bei Christian natürlich weitestgehend, aber du kannst es sicherlich genau aufklären, was noch da ist. Aber klar, das, eigentlich ist es ja tragisch, ne? dass genau das Jubiläumsjahr ist eben ohne Zuschauer und eigentlich jetzt ganz viele Veranstaltungen gegeben, wo man glaube ich, nochmal auch die Sympathisanten, die Freunde, die Fans der Fortuna, glaube ich, nochmal vermehrt hätte und so weiter. Aber wir sagen, das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
Vielleicht kannst du... Ich kann dich jetzt unter Druck setzen, aber ich weiß nicht, was die Kollegen da noch geplant haben. Aber ganz sicher, also wir hängen da nicht an den 125 und sagen, jetzt ist es leider vorbei, jetzt können wir nichts machen, sondern also was uns da zusammenbringen kann und Gelegenheiten zum Feiern bieten kann, das würden wir auch bei 126 oder wenn es ganz schlimm kommt, 127, aber wir hoffen doch, dass die Normalität doch etwas früher eintritt. Klaus, ich würde sagen, wir feiern die Feste, wie sie fallen. So ist es. Und ich sage Dankeschön an Lumpi Lamberts, Klaus Allofs und Ingo Krause. Und du hast ihn gerade schon erwähnt, Christian Kurke. Das ist nämlich der Mann für das Marketing bei der Fortuna. Und dem möchte ich nämlich das letzte Wort geben. Und damit sage ich Dankeschön und Tschüss. Und schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir haben nun Wasser, aber vielleicht habt ihr zu Hause noch ein anderes Kaltgetränk, um anzustoßen auf 126 Jahre Fortuna Düsseldorf. Prost. Prost. Liebe Fortuna, Happy Birthday Fortuna Düsseldorf zum 126-jährigen Geburtstag. Mit Sicherheit haben wir uns unser 125-jährigen Geburtstag anders vorgestellt als das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Nichtsdestotrotz haben wir viele tolle Aktionen umgesetzt. Wir vermissen euch und möchten euch gerne so schnell wie möglich wieder hier im Stadion haben. Ich hoffe, euch hat heute der Legenden-Talk viel Spaß gemacht und es war ein runder Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Happy Birthday Fortuna und 95 Ole.